Guten Morgen! Ich ziehe es echt durch. Ich merke, das ist schon der zweite Tag, dass ich ein Video hochlade. Und ich freue mich wie Bolle, dass ich es endlich mal mache. Es gibt so oft Momente, wo ich mir denke, hey, das würde ich voll gerne mit euch teilen. Und dann denke ich mir wieder, oh, nee, du musst erst ein Video machen, dann das da hochladen, dann da hochladen, dann da hochladen. Ich bin ja faul. Ihr kennt mich, ich bin ja faul. Und jetzt habe ich hier die einfache Möglichkeit. Ich habe jetzt erkannt, wie ich es direkt in der App machen kann. Ja, es würde helfen, sich vorher mal die Bedienungsanleitung anzuschauen. Aber das ist wie mit Shampoo. Ich lese Shampoo und Conditioner und wie das da alles heißt, auch immer. Erst wenn ich unter der Dusche stehe, mit eingeschäumten Haaren. Okay, wenn es dann nach 2 Minuten raus muss, dann ist natürlich auch tricky. Aber ja, nur das bisschen unscharf, wa? Warte. Besser? Ja. Und ja, deswegen, ich freue mich gerade voll und ich wollte diesen Moment mit euch teilen, denn früher habe ich mich ja unglaublich für meine Beine geschämt. Also ich habe mich für alles geschämt, aber für meine Beine ganz besonders, denn meine Beine passen nicht wirklich zum Oberkörper. Obenrum, ich habe halt eine sehr schmale Brust und eine sehr schmale Taille, also wenig Brust, schmale Taille und im Vergleich dazu sehr, 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 sehr ausladende, wie man so schön sagt, Hüften und Poppes und Oberschenkel und Unterschenkel. Und ich dachte immer, ich bin ein gescheitertes Experiment, ich bin zu falsch zusammengesetzt. Und jetzt, nach vielen, vielen Jahren, bis ich hasse meinen Körper, es ist tatsächlich so, dass ich die Diagnose Lipödem bekommen habe. Das ist eine Fettverteilungsstörung und das bedeutet, dass der Oberkörper halt einfach, wartet, ich zeige euch das mal kurz. Ich muss euch da einmal hier ablegen, Sekunde. So, warte. Wenn ihr das seht, oben passt nicht zu unten. Ne? Und ihr habt ebenso gesehen, ich trage eine Kompressionshose. Und das ist so eine ganz, ganz knalle enge Buchse, die dafür sorgt, dass die Beine über den Tag nicht so schmerzen und nicht so viel breiter werden. Denn ja, ich habe zusätzlich auch noch ein Lymphödem. Also die Beine laufen gefühlt auch noch mit Lymphflüssigkeit voll. Deswegen über den Tag ist da schon eine deutliche Umfangsvermehrung oder wie man sagen möchte. Und deswegen trage ich immer jetzt meine Kompressionshose. Und ich habe heute eine neue Farbe. Passend, oh, ich wollte mein Bein heben, aber so gelenkig bin ich noch nicht. Ich habe eine Hose passend zu meinem neuen Buch. Finde ich ganz, ganz süß, dass es das gibt. Medi Magenta heißt die Farbe. Und also die Hose ist von Medi und die Farbe heißt Medi Magenta. Und ich finde, das ist genau der Farbton von meinem Buch. Und da ich mich heute so gut fühle, habe ich eine kurze Bluse angezogen. Und es ist nicht schlimm, dass man den Poppes sieht. Es ist nicht schlimm, dass man an den Beinen sieht, dass da Dellen und Hautwammen sind. Wisst ihr, was Hautwammen sind? Das ist so, wenn, ja, bei mir, warte mal. Wenn man genau schaut, sieht man halt, dass die Haut übereinander hängt. Ich habe ja 100 Kilo abgenommen und habe das nicht operieren lassen und habe ohne Sport abgenommen. Würde ich niemandem empfehlen, dass die Haut so überlappt. Ja, und das sind dann so Hautwammen. Und das sieht man auch durch die Hose. Aber das will man nicht jede Hose sehen und es ist nun mal da. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu verstecken und deswegen bleibt das jetzt alles so, wie es ist. Und wem es nicht passt, der muss ja nicht hingucken. Das ist jetzt mein Motto. Und so mache ich mich jetzt auf den Weg zu einer Geburtstagsparty. Da freue ich mich. So, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich bin ja immer eine von denen, die ein bisschen früher losgeht. Ne? So, 20 Minuten vor der Bahn bin ich da und das ist dann so meine Zeit. Und deswegen kann ich jetzt noch mal kurz hier Päuschen machen. Ich habe Geschenke dabei. Also nicht nur für die Geburtstagskinder, sondern auch für die Kinder, die auf der Party sind. Ich glaube, mit Seifenblasen, ich habe extra verschiedene genommen. Aber alle so mit demselben, ja, alle mit Dinosauriern, dass es halt keinen Stress untereinander gibt. Aber dass jeder sich ein bisschen entscheiden kann. Dann ein großes Geschenk für meinen kleinen Geburtstagsschatz. Hatte letzte Woche, oder nee, schon ein bisschen länger her, am 3. Ich habe ja am 13. Ich habe schon fast Geburtstag, ich bin fast 41. Krass. Auf 40 habe ich mich voll gefreut, obwohl ich nicht groß gefeiert habe. Jetzt freue ich mich wieder auf 50. Ich finde, rund ist schon irgendwie. Oh. Und ja, deswegen 50 wird wieder cool. Vielleicht fahre ich das dann wirklich mal groß. Aber jetzt am 13. erstmal 41, alles schön der Reihe nach, ne? So ist, wie es ist. Und dann wollen wir mal sehen. Aber jetzt gehe ich erstmal zum Geburtstag von 2 Freunden von mir. Also eine Freundin, ein Freund. Und die beiden sind verheiratet und feiern gemeinsam heute Geburtstag in ihrem Garten.
bin ich sehr gespannt. Ich war noch nie bei denen im Garten. Deswegen, ich war auch noch nie bei denen auf einer Geburtstagsparty. So viele erste Male heute, alter Schwede, es geht los. Also, habt einen schönen Tag, ganz liebe Grüße und spätestens bis morgen.